Und ich freue mich ganz besonders, dass er jetzt hier bei mir ist. Herzlich willkommen, Markus Merk. Ja, danke schön. Das wird jetzt kein Gespräch unter Fußballexperten, höchstens unter Experte und Fan. Wobei, da ist eigentlich schon das erste Problem. Ich bin Mainz 05 Fan und Sie kommen ja aus Kaiserslautern. Ja, Sie müssen sehen, ich bin Fan des Fußballs und ich glaube, das ist allübergreifend. Ja, jetzt muss man ja sagen, wie ein Mensch Fußballer wird, das kann ich noch nachvollziehen, habe ich bei meinen Jungs erlebt, die fangen also spätestens mit 6 an zu kicken und wollen irgendwann Profi werden. Aber wie wird man eigentlich Schiedsrichter? Nein, ich habe auch gekickt mit 5 Jahren, natürlich beim FCK. Mein Elternhaus steht 300 Meter vom Fritz-Walter-Stadion weg. Und für mich gab es nichts anderes, wie nach der Schule sofort auf den Bolzplatz. Aber trotzdem, wenn wir dann nach unseren Spielen als Jungs immer ins Stadion gegangen sind, hat mich der Schiedsrichter, das Schiedsrichterteam fasziniert, dass es da 3 Menschen gibt, die in dieser Hölle Betzenberg der Masse widerstehen und die den Mut haben, Verantwortung zu übernehmen. Das wollte ich als Kind auch machen. Und es war ein langer Weg, aber ich denke, ein erfolgreicher. Ja, jetzt muss ich sagen, ich bewundere die Schiris auch. Ich habe das schon bei meinen Jungs erlebt, bei den Spielen in der E- und D-Jugend, dass da also gegen den Schiri gewettert wurde. Den mag ja nicht wirklich einer. Und man kann einfach davon ausgehen, dass man in der Regel die Hälfte der Spieler und der Fans gegen sich hat. Wie hält man das aus? Da gibt es ja manchmal richtig heftige Beleidigungen. Wir haben gesehen, wie ihn der Kahn jetzt gerade im Beitrag immer ins Ohr getrötet hat, ne? Natürlich, aber insgesamt ist es auch ein Reifeprozess und es ist ein tolles Beispiel, dass man gerade sagt, wir haben 80.000 Schiedsrichter in Deutschland, die an der Basis agieren, die im Jugendbereich agieren, die einen großen Widerstand haben, weil der Schiedsrichter ja sehr oft in eine Schublade gesteckt wird, ohne die Person und den Mensch im Hintergrund oder im Vordergrund zu betrachten. Und denen gebührt natürlich das Lob, dass sie es Wochenende für Wochenende machen. Aber letztendlich ist auch das so, dass auch der junge Mensch bei Jugendspielen lernt, Verantwortung zu übernehmen. Und ich glaube, und ich denke, das sieht man auch an meinem Beispiel, dass das auch im Leben verschiedene Doppelpässe dann zu spielen gilt. Und das bringt was fürs Leben. Sie mussten aber, glaube ich, schon mal unter Polizeischutz in die Kabine zurückgebracht werden. Ja, ich glaube, wer das noch nicht erlebt hat, der wird kein großer Schiedsrichter. Ich glaube, das ist auch ein Lernen-Reife-Prozess und man lernt auch im Laufe der Jahre, gelassen damit umzugehen. Heute ist es für mich wichtig und interessant, ins Stadion zu gehen, den Ball in die Mitte zu legen und ganz gelassen anpfeifen zu können, auch wenn es ein Endspiel ist, wie zum Beispiel bei der Europameisterschaft. Ja. Ihr Sohn ist erst 5 Jahre, aber vielleicht ja auch schon Fußballfan, ich weiß es nicht. Trifft das den, wenn er merkt, Mensch, die pfeifen alle meinen Papa aus? You have the match tonight? Definitely. Oh yes, definitely, of course. Yeah. Oh. It's got to work, unfortunately. Yeah. I'm not going to match, but I'll be watching on telly. I'll be keeping up to date on the internet at work. So. LiverpoolFC.tv? Yeah, sure. All right, and how are you feeling about tonight? Very confident, extremely confident. I reckon if we get the early goal, then we've got a good chance. Definitely, yeah, we're going to do it, definitely. Without a doubt. Fairly confident. As long as we can get an early goal, we'll be fine. I mean, if they score first, then it's going to be tough. But if we get an early goal, then everything's up for it, isn't it? Yeah, I am now. Wasn't this morning, but I am now. I'm old being confident. The way Mourinho's wrapped on, I think it just winds our lads up a bit. The cop will be there tonight, screaming them all. Like 2 years ago in 2005, it'd be the same. What's made you more confident now? Mourinho's too mouthy. Too mouthy. As Gillette said, he pumped his head around in the conference and said, that's a sign of retreat. And Mourinho starts to come up with his excuses early. Jamie Carragher's gone now. He's going to have Drogba in his pocket. And everyone's going about Gerrard being the main man, but I think it's Cal tonight. Well, it's got to be... as usual. Yeah, and Carragher at the back. If Carragher can defend well at the back and stop them scoring, then, I mean, it's going to come from width. I think Pennant might be important if he's playing on the wing. Sie, da braucht man sich ja überhaupt gar keine Sorgen zu machen. Jetzt habe ich ja schon gesagt, also Schiedsrichter ist nicht unbedingt der beliebteste Mensch, gerade wenn es im Fußball um die Sache geht. Jetzt sind Sie auch noch Zahnarzt. Auch da geht nicht wirklich jeder gerne hin. Also man macht eigentlich in der Regel einen großen Bogen und geht nur, wenn es unbedingt sein muss. Sind Sie so ein bisschen masochistisch veranlagt? Nein, ich glaube, wer mich kennt, überhaupt nicht. Und es ist auch weder passt das Bild des typischen Zahnarztes noch des Schiedsrichters. Also ich bin ein sehr geselliger Mensch. Und ich denke, beides hat ja, oder die Geschichte auch, was die Entwicklungshilfe in Indien betrifft. Das sind ja alles Dinge, ob sie im Fußball sind, auf dem Zahnarztstuhl in Indien. Ich helfe ja anderen Leuten. Ich kann aus meiner Erfahrung anderen etwas mitgeben und ermögliche im Fußball viel Freude und in anderen Bereichen
ein schmerzfreies und sorgenfreies Leben. Ja, also diese Geschichte mit den Kindern in Indien, die finde ich ganz besonders eindrucksvoll, muss ich wirklich sagen. Was hat Sie da bewegt, das zu machen?